Liebe Zuschauer, guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Format Visite. Und an dieser Stelle mein herzlicher Dank für all Ihre Zuschriften und vor allen Dingen auch, dass diese Sendung mit so viel Leben erfüllt wird. Das ist ganz immer wieder schön und es ist auch schön, in Resonanz zu treten und von Ihnen wissen zu dürfen, um an dieser Stelle einen Rat oder einen Hinweis zu positionieren, der Ihnen weiterhelfen darf und kann. Ich habe hier eine Anfrage von Brigitte. Brigitte ist aus Deutschland und ich danke Ihnen, dass Sie schreiben. Sie sind 58 Jahre alt und haben sehr starke Beschwerden mit Ihrem Gleichgewichtsorgan. Ich spüre einen sehr starken Druck hinter den Ohren und es scheint etwas anzuschwellen und dann fühle ich auch eine kalte Flüssigkeit im Ohr. Sie schreiben, dass es passieren kann, dass Sie mehrere Tage sich dann kaum aus dem Bett bewegen können, weil Sie sich eigentlich gar nicht in die aufrechte Position bringen können. Und die Augen haben manchmal so ein leichtes Zittern. Ihre Übelkeit ist im Rahmen dieses Anfalls dann recht groß. Und der Gehörnerv überträgt den Schall anders als wie Sie es sonst gewohnt sind. Sie haben das Gefühl, dass ins Gehirn auch gar nicht mehr Belastungen da hineinpassen. Der Tinnitus sei sehr laut und der Schwindel ist etwas, was Sie dann in diesen Akutphasen sehr begleitet. Sie haben immer wieder einen Herpes, beobachten, dass auch besonders unter diesen Herpes-Attacken, Herpes-Lippenbläschen, immer wieder auch sich diese Zustände verschärfen und ihr Drängen, der Frage nachzugehen, blieb bisher immer unbeantwortet, beziehungsweise man würde diesem Prozess keine Bedeutung schenken. Und so sind sie im Moment so ein bisschen in dieser Situation wie gefangen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Zuschrift und möchte Ihnen mal meine Sicht auf die Dinge erklären dürfen, obwohl ich natürlich weder Harnarzt bin, aber ich finde, Ihre Beobachtung ist eine sehr richtige, denn ich komme an das Thema mehr von der anderen Seite. Und wir haben auch immer wieder Menschen, die in dem Moment natürlich mit einem Morbus Meniere, Meniere hat gelebt 1861 und dieses Krankheitsbild ist nach ihm benannt. Und vielleicht soll ich mal am Anfang ein bisschen erklären, worüber wir hier überhaupt reden. Wir haben ja ein sogenanntes äußeres Ohr, das sehen Sie alles. Wir haben dann das mittlere Ohr, das getrennt ist. Das ist also das sogenannte Trommelfell, was wir Ärzte beurteilen können. Wenn wir reinschauen, dann sehen wir diese Membran und wir haben dann dahinter auch unser Innenohr. Das ist ein sehr, sehr diffiziles, feines Organ, welches natürlich bei einer sogenannten Otitis, bei einer Entzündung des Innenohres heute sehr schnell und immer wieder auch bei Kindern mit Antibiotika behandelt wird, um einen bleibenden Schaden da zu verhindern. Ich selber habe die Antibiotika nur am Anfang eingesetzt. Dann war das eigentlich sehr einfach, auch eine Mittelohrentzündung anders behandeln zu können. Aber ich komme jetzt mal zurück auf die Thematik, wie hören wir denn eigentlich? Denn Lärm ist natürlich etwas, was uns Menschen auch im Rahmen der ganzen Übertragung, es sind Schwingungen, es ist der Schall, kann uns dann schon allein über 85 Dezibel, so ist die Einheit, zu großen Störungen in dieser Hör- oder laute Übertragung vollziehen. Über 120 Dezibel würden auch wirklich dann Schäden am Gehör machen. Wir haben heute, wenn wir zum Beispiel so eine Spielzeugpistole nehmen und die unmittelbar nicht mehr als einen Meter vom Ohr abhalten, 180 Dezibel. Das ist schon unglaublich viel, zu viel für unser Ohr. Und wir haben natürlich bei einer Fährverkehrsstraße ungefähr 70 Dezibel, das ist eine Hauptstraße, das ist schon nicht so weit ab von 85 Dezibel, wo Gehörschäden auftreten können.
120 Dezibel schon bei einer Trillerpfeife, auch ein Meter Abstand. Das heißt, Lärm spielt auch für die Koordination unseres Hörvorganges ein unglaublicher Reizpegel, den man nicht unterschätzen sollte. Oder auch im Rahmen solcher ständigen Lärmbelastung muss das System sich natürlich diesen Dingen auch immer wieder adaptieren. Der Reiz kommt, also das äußere Ohr ist der sogenannte Schallleitungsapparat, also die Schallwelle kommt, das ist auch das gesprochene Wort. Ne? Das gesprochene Wort ist noch lange nicht das, was ich mir vereinnahme. Das ist erstmal nur ein Schall. Und dieser Schall gelangt auf das Trommelfell. Damit wird eine Schwingung ausgelöst. Und über diese Schwingung erfolgt jetzt der Transport weiter über Hammer, Amboss und Steigbügel. Das befindet sich jetzt schon auf der Seite des Schallempfangsapparates und wird dann weitergeleitet an das Innenohr. Und da haben wir dann die sogenannte Schnecke. Die macht nämlich dieses Gehörorgan aus. Und darin befindet sich eine Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit ist die sogenannte Endolymphe. Und die schwappt da immer hin und her, die resorbiert, die muss ich immer wieder neu empfinden. Aber die braucht auch einen gewissen Druckgradienten, dass die uneingenommen hier in der Schnecke immer wieder auch eine gute Drainage entfernt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Störung habe im Sinne dieser Endolymphe, dass die nicht immer wieder auch gut rückresorbiert wird oder es kommt zur Stagnation, um im Bereich der Lymphe, dieses Innenohr ist korreliert auch mit unserem Gleichgewicht halten, wobei das Gleichgewicht nicht nur abhängig ist von der Intaktheit des Innenohres, sondern das Gleichgewicht wird natürlich auch gehalten durch meine Augen, durch meine Augenmuskeln, ob meine Augen synchron laufen, ob ich ein Objekt fixieren kann oder über meine Füße, wie ist die Fußstellung, habe ich eine Überforderung, habe ich einen sogenannten Valgus-Varus-Fuß, das heißt, geht meine normale Postur, sagt man, meine Haltung aus einer Achse raus, nach hinten oder zur Seite oder nach vorne oder eine Skoliose. Das sind alles Dinge, die mit einer Rolle spielen, ob ich aufrecht bleibe oder ob mein Gleichgewichtssinn gestört ist. Aber hier im Sinne eines Meniers wissen wir heute, dass es damit zu tun hat, dass die Lymphe und die Lymphflüssigkeit hier eine Resorptionsstörung haben, damit sich ein hoher Druck aufbaut, der natürlich auch eine Ursache haben kann durch einen Inflammationsprozess. Und dieser Inflammationsprozess natürlich, was ist, wenn wir eine Entzündung spüren, egal ob Sie sich jetzt den Ellbogen anschlagen oder eine Entzündung haben des Ellenbogens, eine Entzündung durch einen Wespenstich, was passiert? Es entsteht ein Druck, es entsteht eine Schwellung, weil da durch eine Entzündung wird Flüssigkeit in dieses Gebiet penetriert. Und das ist ein ganz, ganz normaler, akuter auch Entzündungsvorgang. Und jetzt ist interessant die Beobachtung, die Sie schreiben, dass Sie sagen, dass Sie den Eindruck haben, dass in Ihnen auch eine Herpeserkrankung sein kann. Denn Sie sehen immer wieder dieses Aufflammen des Lippenherpes und auf der anderen Seite können Sie mal mehr oder mal weniger auch die Sache im Zusammenhang erkennen mit Ihren Gleichgewichtszuständen. Und jetzt bitte ich Sie mal, den Blick auf diese nächste Folie zu haben. Es gibt eine Studie und es gibt neben dieser Studie bei PubMed eine Reihe von Studien. Also wer sich mit dieser Thematik auch sehr intensiv beschäftigen möchte, kann da ganz viele Hinweise finden, weil das ist bekannt, dass Herpesviren gerade aus den Ganglien von Patienten extrahiert wurden und gerade bei Meniere auch weitaus mehr eine Reaktivierung erfahren als
bei Gesunden, bei Menschen, die keine Gleichgewichtsstörung haben. Und das ist ein Indiz, das ist ein ganz großes Indiz. Und ich bitte Sie darum, dass Sie dieser Sache sehr, sehr nachgehen. Und einer, der eigentlich eine Herpesreaktivierung nachweisen kann, ist der Kollege für Mikroimmuntherapie. Wenn Sie googeln Mikroimmuntherapie, dann können Sie sicher die Therapeutenliste Deutschlands sehen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ich glaube ja doch, aus Deutschland kommen Sie. Und dann können Sie mit so einem Kollegen in Kontakt treten, weil der wird Ihnen abklären, ob Sie eine Herpesbelastung haben, die stumm ist, ob Sie eine persistierende Herpesreaktivierung haben oder eine persistierende Herpesbelastung haben oder eine reaktivierte. Und eine reaktivierte Herpes-Simplex-Belastung ist zum Beispiel auch der Herpes an der Lippe. Was macht es denn? Es schwillt ja auch an. Es wird ein Herpesbläschen. Und das kann an allen inneren Schleimhäuten genauso passieren. Das ist aber, wenn es woanders auf einer körperlichen Ebene ist, vielleicht in der Symptomatik und vielleicht auch in der Dramatik nicht so dramatisch wie am Innenohr. Morbus Benier ist ja nur ein Name. Und das, was man macht, indem man hochdosiert Cortison dann gibt, macht ja nichts anderes wie Abschwellung. Das heißt, der Menier ist wirklich manchmal auch wirklich nur einseitig. Er kann auch nur einmalig sein und er kann immer wieder auftreten. Aber solange man nicht Ruhe gibt, ihn zu verstehen, warum es auftritt, glaube ich, kann man nicht sagen, dass man mit so einer Erkrankung leben muss. An diesem Punkt ist es ganz wichtig und da hält die Mikroimmuntherapie natürlich sehr interessante auch Medikamente bereit, die die Herpesviren indirekt wieder in die Inaktivierung zurückführen. Aber das ist eine Frage meiner eigenen Immunität. Und die eigene Immunität wird bestimmt oder kann moduliert werden durch diese 2L-Herp-Virenmittel zum Beispiel. Gibt es auch gegen Gürtelrose, Herpzona, 2L-Zona. Aber das ist ein interessanter Aspekt, den man dann einsetzen kann. Aber der Kollege für Mikroimmuntherapie wird das mit Ihnen im Detail besprechen. Erstmal braucht man diese Analyse. Und das ist ein ganz wertvoller Rat, weil hinter dem wiederum muss ja etwas sein, was diesen Zustand der Reaktivierung triggert. Und das sind viele Dinge. Also wir sehen heute, dass virale Prozesse in die Reaktivierung gehen durch psychische Dinge. Warum sieht eigentlich das Ohr aus wie die Nieren? Was ist aber, wenn die Nieren schwach sind? Und die Nieren sind ein Organ, wenn die Niere in ihrer Entgiftungskapazität nachlässt, dann lässt sie zum Beispiel auch nach, wenn der Fluss meiner Gefühle nicht mehr gegeben wird, in meinem ganz, ganz privaten Umfeld, wenn ich unter einer Spannung lebe, wenn ich unter einer Anspannung lebe, wenn ich unter einem Konflikt lebe, der mich genau hier schwächt. Wenn ich vielleicht auf dem Blasenierenmeridian avitale tote Zähne habe. Das sind alles Dinge, die die Niere in ihrer Leistung schwächen. Warum ist es ausgeschlossen, dass genauso da mir ein Meniere sich entwickelt über eine Herpesreaktivierung, weil auf der anderen Seite ich in diesem Punkt wirklich geschwächt bin. Deshalb ist auch hier für meine Begriffe immer ein ganzheitlicher Zahnarzt gefordert und gefragt. Und die Therapie auch etwas aus der Reaktivierung dann zu bekommen, das sind zum Beispiel, das ist zum Beispiel Ozontherapie. Ozontherapie einfach vielleicht in ihrer Nähe, IV, die kleine Ozontherapie, die kann von der reaktivierten Last eine ganze Menge auch wieder zurückdrängen. Ozon wirkt antiparasitär, durchblutungsverbessernd, antiviral
Und das würde ich dann, wenn die Diagnostik abgeschlossen ist, und die Diagnostik ist nicht abgeschlossen, das Krankheitsbild Morbus Meniere oder Tinnitus zu nennen, sondern wenn ich in mir all diese Prozesse jetzt chronologisch abkläre. Und deshalb braucht es vielleicht in dem Moment schon den HNO-Arzt, der das sichert. Aber der Weg muss eigentlich jetzt erst starten, um zu erkennen, wie kann ich mit diesem Krankheitsbild umgehen, beziehungsweise wie kann ich mich da rausholen. Denn dann gehe ich ja morgen noch ganz anderen Dingen aus dem Thema, denn Herpesviren sind ja für viele, viele, viele Prozesse verantwortlich. Und ich teile überhaupt nicht die Meinung, dass man bei einer Herpesbelastung etwas nicht tun kann. Denken Sie mal dran, wie Sie nach einem Trauma oder einem Unfall oder auf einmal eine Gürtelrose bekommen. Das geht überhaupt nicht, dass ich aus dem Nichts in voller Kraft meiner Leistung, meiner Lebensfreude, kann ich nicht eine Gürtelrose kriegen. Also da müssen schon in der Tiefe jetzt Prozesse sich langsam entgleisen. Und wenn ich dann eine Gürtelrose habe, das sind auch Herpesviren, aber Herpeszona, das ist früher die Varizellenerkrankung, Windpocken gewesen, das ist nicht der Simplex, sondern diese Dinge, die entstehen ja auch nur, wenn ich meine Immunbereitschaft und wenn es für den Bruchteil von Sekunden bis in den tiefsten Keller geht, kann eine Herpesreaktivierung entstehen. Und diese Prozesse sind handelbar. Also man darf auf keinen Fall sagen, wir haben nur eine Alternative, uns gegen etwas zu impfen, sondern bitte ganz entspannt bleiben und der Sache wirklich gut nachgehen, um dann auch eine gewisse, sag ich mal, Erleichterung zu haben. Ich empfehle immer noch DMSO. DMSO in 3%, das ist wie für die Schleimhäute Augentropfen, um einfach antiviral, antibakteriell, durchblutungsfördernd, lymphatisch regulierend, regenerativ sie anzuwenden. Man kann die Augentropfen auch für meine Begriffe in den Gehörgang tropfen, damit also diese Prozesse immer wieder auch gut gepflegt werden. Das andere ist, der Peter Calder hat ja ein sehr schönes Buch, Calden hat ja ein sehr schönes Buch geschrieben über die 5 Tibeter. Ich zitiere das sehr oft, weil ich dieses Buch einfach so großartig finde. Und die erste Übung der 5 Tibeter ist, zu stehen und einfach mich im Kreis zu drehen. Also einfach so um die eigene Achse nach links und dann nachher nach rechts. Das ist etwas, wo ich Ihnen sagen muss, das wird einem nicht gleich gelingen, 5-6 Mal. Das muss man mit jedem Mal mehr trainieren, weil man natürlich dann auch eine Schwindelreaktion früher oder später erfährt. Bitte stürzen Sie dann nicht, übertreiben Sie es nicht, aber trainieren Sie es. Aber warum? Weil Sie genau an dem Punkt eine Zirkulation immer wieder im Gleichgewicht in Bewegung halten. Und das kann langfristig eine unglaubliche, gute, langfristige Stabilität auch im Innenohr und gerade im Rahmen der Aufgabe des Innenohrs sein. Für die Endolymphe. Deshalb sage ich das. Das andere ist ein ganz netter Tipp noch, um den Ohren viel Gutes zu tun. Jetzt nicht nur hinsichtlich der Nieren darauf auch zu achten, aber auch wir wenden in der Klinik an die Ohrkerzen. Und die Ohrkerzen, das sind so 20, 30 Zentimeter lange Kegel. Die bestehen eigentlich aus Bienenwachs und aus Baumwollgase. Sie haben ätherische Öle und Pflanzenextrakte drin. Und man legt sich so ganz leicht auf die Seite. Das entsteht also dadurch, dass man die Ohrkerze oben anzündet, dann auch so eine sich sanft erwärmende Luft, die dann innerhalb dieses Kegels dann auch aussteigt und damit auch die Schleimhautabwehr reguliert. Sie schafft einen Druckausgleich. Und sie reguliert auch die Tube, das ist die Verbindung zwischen Nasennebenhöhlen und
Ohr steigt in die Sinus auf, also hier Nasennebenhöhlen, nicht nur durch die eustachische Röhre. Und das ist auch ein sehr schönes, entspannendes und wohltuendes therapeutisches Verfahren, um einfach sehr ausgleichend und sehr entspannend, aber auch gleichzeitig regulativ unserem Ohr Gutes zu tun. Und zum Schluss natürlich alle guten Töne sind gut für das Ohr. Alles Liebevolle ist gut für das Ohr. Und das Ohr aber nie isoliert von uns zu betrachten, sondern auch dem Körper zugestehen, dass er vielleicht am schwächsten Punkt hier eine Erkrankung oder genau hier diese Erkrankung tendiert, wollte ich Ihnen so gerne jetzt vielleicht in dem Zusammenhang nur noch mal nahe bringen, dass man nicht von Anfall zu Anfall jagen muss, beziehungsweise es ist ja auch eine wirkliche Angst und Sorge, und da den Körper natürlich verstehen, dass er Hilfe braucht, weit über das Ohr hinaus. Zum Abschluss noch so ein ganz kleiner Tipp von meiner Seite. Ich darf vielleicht jetzt mal bitten, dass man die Schafgarbe Ihnen zeigt. Die Schafgarbe, die wächst am Wiesenrand. Die Schafgarbe ist eine Pflanze, die immer dann Schafe fressen, wenn sie krank sind. Das hat man beobachtet, deshalb Schafgarbe, die Garbe für das Schaf. Und diese Pflanze, die Achillea millefonium, die hat eine Blütezeit von Juni bis September. Und sie ist eine sehr interessante Pflanze. Die hat so einen hölzernen Stiel, aber dann zweigt sie sich auf in ganz, ganz fein gliedrige kleine Blüten. Manchmal blüht sie auch so in Rosé. Und sie durchwandert eigentlich unsere Wiesenraine. Und wir können die Schafgarbe also den ganzen Sommer über sehen und auch nutzen. Und ich sage das deshalb, weil die Schafgarbe ist so eine interessante Pflanze. Und es gibt ja auch viele Menschen, die fühlen sich auf einmal im Leben so völlig unstrukturiert. Das heißt, auf die bricht etwas ein und sie können eigentlich das Ganze nicht mehr sortieren, nicht mehr zusammenhalten. Und das macht Schafgarbe. Schafgarbe erdet. In dem Moment, wo ich eine große Konfliktproblematik aushalten muss, wo ich mich finden muss, wenn ich innerlich von so vielen Gegensätzen zerrissen bin, ich denke auch gerade so an die letzten Wochen, Monate, wo ich vielleicht meinen Fokus auf die Dinge habe, aber der andere nicht, aber der ist mir wichtig. Ich muss eine Entscheidung treffen, ich muss loslassen, ich muss den auch lassen. Ich muss es lernen zu akzeptieren, sonst zerreiße ich mich. Das kann die Schafgarbe sein. Die Schafgarbe zentriert mich wieder. Und die Schafgarbe, die kann mir so eine klare neue Ausrichtung geben. Meine Wahrnehmung vom Leben verändert meine Körperchemie. Und die Schafgarbe hat großen Einfluss darauf, was ich so emotional bei mir lassen musste. Zum Beispiel die Leber, unser Organ mit einer unglaublichen großen Funktionalität für den gesamten Organismus, wird damit gebremst, geschwächt in der Bereitstellung nicht nur seiner Verdauungsenzymatik, sondern für hunderte von Stoffwechselprozessen. Da setzt die Schafgarbe an. Ich versuche wieder mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen. Ich versuche mich wieder zu zentrieren und ich versuche mich wieder mit dem Himmel, aber auch mit der Erde zu connecten. Und ich liebe diese Pflanze, weil sie steht für so viel Stabilität. Sie kann mir helfen, wieder auch meinen eigenen Weg zu finden, der zwischendurch ziemlich durchgerüttelt war. Sie kann mir helfen, loszulassen, das nicht nur stehen zu lassen, sondern für mich auch in einen inneren Frieden wiederzukommen. Und
Da gibt es dann eine Menge an anderen noch Funktionen. Also die Schafgarbe macht unsere Verdauung wieder aktiver. Sie klärt unsere Sinne. Gerade bei Menstruationsbeschwerden ist es hochinteressant. Sie wirkt entkrampfend. Sie wird Galle anregend und sie wirkt auch Appetit anregend wieder. Wenn nämlich Verdauungskräfte sich verabschieden durch eine seelisch-mentale Belastung, dann habe ich auch keinen Appetit mehr und dann komme ich natürlich auch so langsam in so eine Lethargie und irgendwie macht es mir alles auch gar keine Freude mehr und irgendwas ist mir abhandengekommen und da gibt es, für mich gibt es gar keine Unkräuter groß, sondern das sind alles schöne, wunderschöne Pflanzen, die man einfach nur vielleicht mal mit einem neuen Blick begegnen sollte, um sie auch für sich zu nutzen und sowohl in Urtinkturen, da ist die Firma Ceres, aber auch in Frischpflanzensäften oder Schafgarbentee oder wie auch immer sie mögen. Aber manchmal ist die Lösung so nah beieinander und ich glaube, das kann in vielen Situationen eine gute Unterstützung und Hilfe sein. In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit und für all das, was uns gemeinsam hier diese Sendung ermöglicht. Und freue mich schon sehr auf die nächste Woche. Und bis dahin verbleibe ich mit ganz lieben Wünschen für Sie. Alles Gute. Musik